Moin Leute! So, Kamera hinlegen und zurück zur Startposition. Moin Leute, was geht? Mein Name ist Ludogamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Real-Life-Video, eine Real-Life-Story, aber eine andere Real-Life-Story, wie ihr die wahrscheinlich so kennt. Erfolg auf YouTube oder Starttipps auf YouTube. Na, nennen wir es mal Starttipps bei YouTube. Ich glaube, das habe ich noch gar nichts gebracht, weil viele Leute einfach mal wissen wollen, wie man eigentlich mit YouTube anfängt. So ein paar Starttipps. Und da wird doch bestimmt der ein oder andere zuschauen und denken, hey, ich möchte doch gerne mal mit YouTube so durchstarten, aber weiß noch nicht wie. Weiß noch nicht wie. Nun ja, es gibt verschiedene Themen. Bereiche auf YouTube, die du nehmen kannst. Zum Beispiel die Spielebranche. Sehr beliebt. Spielebranche heißt nichts anderes als Let's Plays. Also lass uns spielen. Das heißt, dass du ein Spiel kommentierst. Zum Beispiel Minecraft, GTA 5, Call of Duty oder Fallout oder was weiß ich, was es da alles gibt. Oder du gehst in die Musikszene. Schnappst dir eine Gitarre und singst da mal drauf los. Oder du machst Comedy. Oder du machst Pranks. Sorry. Lungenkrebs. Muss auch mal kommen. So, Spaß beiseite. Also, ja, und dann, also, erstell erstmal einen YouTube-Kanal. Das sollte wirklich wichtig sein, dass du dich nicht P24,234 nennst, sondern dass du dich so nennst, dass die Leute dich wiederfinden, aber im Endeffekt soll der Name dir gefallen. So. Er sollte nicht so lang sein, man sollte ihn leicht suchen können. Und ja, dann startest du einfach mal deine Videos. Und sei natürlich, verstell dich nicht, das ist das A und O. Ich habe es oft bei YouTubern gehört, es stimmt. Verstellt euch nicht. Es bringt nichts, so zu reden. Guten Tag. Hallo meine Abonnenten. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Luftfeuchtigkeit beträgt 32 Grad. Ich freue mich sehr herzlich. Vielen Dank. Quatsch. Bleib natürlich, ey. Das ist das A und O. Und dann läuft das einfach. Da kommen Kommentare, da kommen vielleicht mal ein oder andere Abonnent dazu und dann hast du deine eigene Community. Das ist geil. Das ist geil, einfach nur geil. Zum Beispiel, wenn du in die Gaming-Branche gehst und eine PS3 hast, brauchst du die Elgato, ein Aufnahmegerät. Leicht erklärt, ist ein kleiner schwarzer Kasten. Mit dem kannst du dann Let's Plays machen. Kostet 140 Euro inzwischen. Ja. Was gibt es da für Starttipps bei YouTube? Es gibt nur einen Starttipp. Nur einen. Einen. Bleibt natürlich. Verstellt euch nicht. Das ist der wichtigste Starttipp, den es gibt. Es gibt keinen wichtigeren. Es gibt keinen wichtigeren. Wer was anderes sagt, der lügt. Der lügt. Den solltet ihr, also mit dem solltet ihr nicht mehr zusammen sein. Ganz ehrlich. Bleibt natürlich. Es gibt Leute, die sagen, ach, du musst Gewinnspiele veranstalten oder du musst unter irgendwelchen YouTubern Kommentare posten. Alter! Geht's noch? Nein, bleib natürlich. Dann ist alles cool. So, Dankeschön. Jetzt gucke ich noch einen Film an. Was kommt denn noch? Weiß ja gar nicht. Mal gucken.